Hallo, heute bin ich nochmal in Hartberg Graz, weil es eine Pressekonferenz gegeben hat. Neben mir der Fraktionssprecher der ÖVP und gleichzeitige Gemeinderat, Herr Karl-Heinz Jüdel. Was können Sie uns erklären, wie ist jetzt derzeit die Lage in Hartberg Graz? Die derzeitige finanzielle Lage ist ohnehin schon wochenlang durch die Medien gegangen. Derzeit haben wir intensivst an einem Konsolidierungspaket gearbeitet. Das wurde fertiggestellt gestern am 21. im Gemeinderat beschlossen und wird heute noch der Aufsichtsbehörde, dem Land Steiermark, übermittelt. Es wurde gestern noch Strafanzeige erstattet oder beschlossen, eine Strafanzeige zu erstatten. Gegen wen richtet die sich? Es wird keine Strafanzeige erstattet, es wird der Prüfbericht des Landes, der Gemeindeaufsicht, dem Staatsanwalt mit der Bitte oder der Auflage übermittelt, diesen Prüfbericht auf strafrechtlich relevante Aussagen zu überprüfen. Und wie werden Sie jetzt die nächsten Monate sozusagen versuchen, einen Konsolidierungsplan auszuarbeiten, respektive es gibt ja schon erste Entwürfe diesbezüglich, den auch umzusetzen? Den gestern beschlossenen Konsolidierungsplan werden wir umsetzen, indem wir noch für einige Punkte direkt in Verhandlung mit verschiedenen Vertragspartnern treten müssen. Der Konsolidierungsplan, so wie er vorliegt, wird vom Prüfungsausschuss mit einem Monitoring-System versehen. Das heißt, wir werden regelmäßig geprüft, auch alle Gemeinderäte, ob wir diese Punkte, die wir gestern beschlossen haben, auch einhalten. Ich nehme an, dieses Monitoring-System wird so laufen wie ein Ampelsystem von grün bis rot. Dann sage ich danke fürs Gespräch und meine Hochachtung für Ihre Arbeit. Dankeschön.